Zeit ist reif für den Kampf. Es ist Renntag. Es war ein gutes Qualifying-Ergebnis für Alfa Romeo. Hoffentlich können sie das Momentum für das Rennen konservieren. Red Bull war dieses Wochenende im Qualifying vielversprechend. Jetzt müssen sie ihre gute Startplatzierung ausnutzen und ein gutes Rennen abliefern. Und das Rennen wird unter blauem Himmel stattfinden. Das bedeutet, die Teams sollten ihre Strategien ohne zusätzliche Schwierigkeiten umsetzen können. Die Fahrer stellen sich bei blauem Himmel und Sonnenschein auf. Und da ist Lando Norris. Der zweite Platz in der Startaufstellung. Aber das könnte sich in den ersten Sekunden des Rennens leicht ändern. Und hier Bottas, der zweite Vertreter des Teams. Vielleicht nicht so nah an der Spitze, wie er hofft, aber wir wissen, dass sich die Positionen in den ersten paar Kurven sehr ändern können. Nur noch wenige Sekunden bis zum Start. Es ist soweit. Jetzt geht es los mit dem großen Preis von Mexiko. Das Startsignal erlischt und los geht's. Okay, back off. Okay. Keep doing what you're doing. Still a lot to play for. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Doing what you're doing. Good job. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Yeah, take it easy. Confirm. Good job. No saving required. Yeah, confirm. Defend. Confirm. Save fuel. Confirm. Sehen wir mal, was da passiert ist. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Und es gibt einen Unfall. Keep doing what you're doing. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. You're doing a good job. War das ein Unfall? Mit mehreren Autos, glaube ich. Sehen wir uns das genauer an. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Und da ist der...
DRS is currently disabled. DRS is currently disabled. Energy's good. Yep. Go on, Pat. We're good to push. Yeah, go on, Pat. Make sure we get a good restart. Okay, go on, Pat. We think we can lean on the tyres more. Cool. Use overtake. Confirm. This is good. Yeah, take it easy. Confirm. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Yellow ahead. Yeah, confirm. Sehen wir uns das mal an. Ein Blick auf den Red Bull. Ah, und da blockieren die Räder. Na, das kann man ja. Push a bit more. Confirm. Overtake is available. Copy. DRS is enabled. Okay, we are happy to push, happy to push. Copy. Pushing on, pushing on. Yep. Use overtake, use overtake. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Was für eine Schande. Da ist die Wiederholung. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Meine Güte, das ist eine böse Kollision.
Lifco increase, please. Copy. And box, box. Okay, box, box. Pushing on, pushing on. Copy. Make sure you have some energy. Faster slap. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. That's your last lap, mate. Last lap. All good. Checkered flag. Was für ein brillanter Sieg für Valtteri Bottas.
Sehen wir uns die Wiederholung an. Und Valtteri Bottas ist Erster. Nach dieser Darbietung gibt es keinen Zweifel daran, dass der Platz am obersten Treppchen verdient ist. Was für eine phänomenale Leistung von Valtteri Bottas heute. Diese Platzierung ist eine tolle Belohnung für die harte Arbeit aller am Wochenende. Er hat heute bewiesen, dass er diesem Sport noch viel zu geben hat und noch lange nicht mit der F1 fertig ist. Aber es geht nicht nur um die heutigen Pokale, sondern um die Punkte, die den Unterschied ausmachen können. Ein wirklich toller Abschluss für Alfa Romeo.